Hallo meine Freunde, ich dachte, in dem heutigen Video teile ich all die Kleidungsstücke oder modebezogenen Dinge, die ich in meinem Kleiderschrank gar nicht bereue, wirklich kein bisschen, die für mich aber auch gewissermaßen Überraschungen waren. Es ist ja manchmal so, dass wenn man neue Teile einkauft, man manchmal nicht ganz so sicher ist, wie häufig man sie tragen wird, ob sie wirklich dementsprechend, was man sich so dabei gedacht hatte. Und erst wirklich beim Tragen und beim Benutzen merkt man dann, ist das etwas für mich, fühlt sich das wirklich gut an auf Dauer oder nicht. Und heute möchte ich eben die Teile mit euch teilen, die wirklich wahre Schätze sind und auch wirklich Überraschungen sind, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie so ein Mehrwert in meinem modischen Leben sozusagen liefern. Und heute präsentiere ich mich in meiner schönen, völligen Blässe. Ich habe so gut wie kein Make-up drauf, denn es ist Sommer und meine Allergien sind aktuell so schlimm. Ich fühle mich so krank aktuell. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich so ein bisschen komisch aussehe oder ein bisschen komisch klinge. Und vorab wollte ich auch mich noch einmal bei euch bedanken für die letzten Kommentare, also die letzten Videos. Ihr habt ja gemerkt, dass mein Stil sich hier auf YouTube ein kleines bisschen verändert hat. Ich habe neue Dinge ausprobiert, neue Varianten gelernt und es ist ganz gut angekommen. Ich freue mich sehr, dass ihr das gerne guckt. Und auch wenn jetzt diese Art von Video wie heute weiterhin Teil meines Kanals sein wird, wird aber trotzdem häufiger auch dieser neue Stil aufkommen. Es ist halt einfach unfassbar viel Arbeit, aber auch so eine erfüllende Arbeit. Ich weiß nicht, wenn ihr das, kennt ihr das vielleicht, wenn man einfach etwas Neues ausprobiert hat und dann merkt, man braucht einfach auch was Neues. Man muss einfach auch neue Dinge lernen, um einfach vorwärts zu kommen und neue Seiten des eigenen Berufs auszuleben. Aber starten wir direkt mit den Teilen, die mich überrascht haben. Und das war, jetzt muss ich ganz kurz ein bisschen kramen. Als allererstes war das diese Handtasche von der Marke Polen. Das ist meine erste Liebe. Ich habe mehrere Taschen von dieser Marke. Und ich muss gestehen, also diese hier war die erste, die ich bekommen habe. Sie sieht für mich so ein bisschen aus wie eine schöne Handtasche, die man zum Ausgehen benutzen könnte oder eine Handtasche, die mehr so für die feineren Tage geeignet wäre, für die feineren Outfits. Und ich stelle fest, sie ist tatsächlich mehr ein Allrounder, als ich dachte. Man kann ja natürlich unterschiedliche Farben auswählen, aber wenn man sich eine neutrale Farbe aussucht, die auch zum Rest der Garderobe passt, und das mache ich auch immer wieder gerne, dass ich, wenn ich neue Kleidungsstücke oder neue Accessoires wie eine Tasche oder Hüte oder sowas aussuche, dass ich immer gucke, zu welchen Jacken würde ich das anziehen, wie realistisch wäre das, womit würde ich das kombinieren, und dass ich einen Farbton auswähle, der möglichst vielseitig einsetzbar ist. Und in der Regel sind es die neutralen Farbtöne. Also sowas wie etwas wie dieser Farbton Kreide oder so ein Camel oder ein Beige-Ton, Schwarz, so solche Töne. Was mich überrascht hat bei dieser Tasche, war die Öffnung. Also es sieht so aus, als wäre hier die Öffnung ziemlich klein. Dann haben wir ja hier auch noch den Griff, der so ein kleines bisschen im Weg zu sein scheint. Aber wenn man sie öffnet und den tagtäglichen Gebrauch hat, normal einkaufen geht oder sonst was, merkt man, dass die Öffnung doch sehr viel größer ist und dass man da locker sein Portemonnaie und alle möglichen größeren Dinge locker rein- und rauslegen kann. Also das ist wirklich kein Problem. Und das Volumen, also der Inhalt, der hier in diese Tasche reinpasst, ist so schön einfach für mich. Also immer wenn man ein bisschen mehr Raum in einer Tasche hat und man einfach Platz hat, sein Portemonnaie, Taschentücher, Sonnenbrille und vielleicht noch so ein paar Extras reinzumachen, hier ist sehr viel Platz. Zudem kommt diese Tasche auch mit so einem Henkel, zwar etwas schlanker gehalten, aber erfüllt seine Funktion vollständig. Und man hat damit also die Flexibilität, die Tasche ganz normal zu tragen, so wie ich sie normalerweise immer trage, oder einfach über die Schulter zu hängen und dann sozusagen die Arme frei zu haben, um dann etwas schnell zu erledigen. Also eine Überraschung, eine absolute Überraschung, und ich bin so, so dankbar dafür, dass ich sie habe. Sie ist Gold wert und sehr empfehlenswert. Dann machen wir mal weiter mit einem Teil, das ich jetzt schon vor, ich glaube, das muss 2 Jahre her gewesen sein, schon mal hier auf YouTube vorgestellt hatte. Ich hatte ja mal so einen Vergleich mit unterschiedlichen Dampfglättern gemacht. Den Vergleich verlinke ich euch hier oben, falls ihr ganz gerne sehen möchtet, unterschiedliche Geräte, wo ihre Stärken und Schwächen liegen. Letztendlich entschieden habe ich mich hier für den Steamery, oder von der Marke Steamery, das Teil. In einem schönen Rosa, macht ja auch Spaß. Ist ja so ein bisschen mädchenhaft und macht einfach Spaß. Das Teil lag überraschenderweise ziemlich lange in meinem Schrank und ich habe es doch seltener benutzt, als ich erst gedacht habe. Und jetzt erst kürzlich bin ich so richtig auf den Geschmack gekommen, meine Kleidung mit diesem Dampfglätter heißen sie, glaube ich,
glatt zu machen, zu bügeln sozusagen. Das Schöne an solchen Geräten ist, dass man gerade so diese Sommerkleidung, wo man feine Stoffe hat oder vielleicht auch etwas weitere Stoffe oder Schnitte hat, die so ein bisschen rüschenhaft sind und ein bisschen komplizierter geschnitten sind, sodass man mit dem Bügeleisen etwas schwerer drankommt, dass man das damit sehr, sehr einfach machen kann. Ich dämpfe damit sowohl alle T-Shirts, die ich habe, alle Blusen, die ich habe, alle feinen Röcke und Kleider, die ich besitze. Und das Schöne ist, Seide zum Beispiel oder die feinen Stoffe wie Tencel, die halten das richtig gut aus. Also das klappt wunderbar. Und der große Vorteil bei so einer Variante ist auch, dass man dass die Kleidungsstücke noch schön fluffig und voluminös bleiben. Denn kennt ihr das vielleicht, wenn man mit dem Bügeleisen seine Kleidung bügelt, dann hat man manchmal das Gefühl, dass die Stoffe und die Fasern richtig platt werden, dass man einfach die Kleidung so plättet. Sie ist zwar glatt, aber irgendwie auch gleichzeitig so ein bisschen leblos. Mit so einer Herangehensweise, dass man von innen nach außen dämpft mit schön viel Feuchtigkeit, was es ja im Grunde genommen ja auch einfach ist, ne? Hat man einen glatten Stoff, der faltenfrei ist und plus gleichzeitig ist alles schön fluffig und irgendwie lebendig. Und gerade so für die Sommergarderobe, für alle feinen Kleidungsstücke, die auch etwas dünnere Stoffe sind, ist das einfach herrlich. Herrlich. Und das dauert gar nicht so viel länger als mit dem Bügeleisen. Ich mache daraus immer so eine abendliche Routine. Das ist für mich so ein bisschen meditativ. Ich stelle mich dahin, also ich hänge das an meinen Kleiderstange auf, stelle mich mit ein bisschen Musik dahin und mache das einfach und bin so in meiner eigenen kleinen Welt. Also das hier, ja, bügeln, macht mir nicht so viel Spaß. Okay, und bevor wir zu den wirklich echten Kleidungsstücken kommen, dachte ich, gehe ich auch noch einmal ganz kurz auf ein weiteres Accessoire ein, und zwar auf dieses weiße Basecap. Dieses weiße Basecap, das habe ich seit letztem Jahr. Das ist noch aus einer Kooperation von Everlane. Das ist auch von der Marke Everlane. Und ich habe das als insofern als Überraschung jetzt empfunden, als dass ich feststelle, dass Kopfbedeckungen wirklich so herrlich sind im Styling, aber auch was so die praktische Seite angeht. Man hat einen Sonnenschutz, die Haut wird so ein bisschen geschützt vor der Sonne, und weil ich jetzt kürzlich die Entscheidung getroffen habe, doch keine Sonnenbrille zu kaufen, weil mir das einfach zu viel Huddel ist und ich schaffe das jetzt einfach nicht, da hinterher zu kommen, reicht mir vollkommen aus, einfach Kopfbedeckungen so eins, zwei da zu haben, um meine Augen vor zu viel Sonne zu schützen und einfach so ein bisschen Schatten zu haben. Das ist so klasse. Und gerade was solche neutralen Teile angeht, wie dieses hier, und ihr könnt es von euch schon denken, denn ich habe es ja bei der Tasche auch gerade schon gesagt, sind sehr, sehr vielseitig. Wenn man hier sowas Cleanes hat, was keine Muster hat, was nicht so bunte Nähte oder Sonstiges hat, hat man ein Kleidungsstück, das gleichzeitig ein bisschen sportlicher ist, weil so ein Basecap ist ja immer sportlich, aber auch etwas, was ein bisschen feiner ist, dass man hochstylen kann, es sieht clean aus, man kann es zu einer weißen Bluse anziehen und irgendwie kann man damit auch so ein bisschen was Gehobeneres stylen und man kann eine schöne Balance schaffen zwischen einem schicken Look und etwas sehr Sportlichem. Und man sieht trotzdem sehr zurechtgemacht aus. Also so eine Art Kopfbedeckung kann ich nur empfehlen, vor allem wenn das wirklich so was ganz Simples ist, in Weiß oder in Creme oder sowas oder in Schwarzton oder so. Also was ganz Neutrales. Dann des Weiteren, ihr wisst ja, dass ich meine weißen Blusen liebe. Ich stelle sie ja hier immer wieder hier auf YouTube vor, aber ich stellte jetzt vor kurzem fest, dass eine Oversized-Bluse wie diese hier doch viel häufiger bei mir zum Einsatz kommt, als ich dachte. Denn der Komfort, den man in so einer Bluse hat, der ist klasse. Das ist einfach alles so schön fluffig und sitzt sehr bequem. Man hat genug Raum da drinne und sieht immer noch zurechtgemacht aus, also präsentabel, wenn man rausgeht. Und gleichzeitig ist das, ja, wie gesagt, es ist nicht so was super Sportliches, sondern es hat so eine zurückgelehnte, mühelose Art, schick gestylt zu sein. Diese Bluse hat mich wirklich überrascht. Der Schnitt ist klasse. Er ist so konzipiert, dass es so ein bisschen aussieht wie ein Herrenhemd. Auch der Kragen ist ein kleines bisschen größer und ein bisschen weiter. Obwohl ich hier schon, glaube ich, Größe Small habe, ja, Größe S.
Die überschnittenen Schultern sind genau richtig überschnitten und ich benutze diese Bluse wie ein Strickjackenersatz. Also ich trage sie meistens offen, ich stecke sie meistens nicht in die Hose rein. So ein paar Experimente habe ich gemacht, hin und wieder probiere ich mal neue Dinge aus, aber ich stellte fest, dass dieses Teil einfach am besten und am coolsten aussieht, wenn ich es einfach offen trage und einfach überschmeiße. Sehr empfehlenswert. Dann eine weitere Überraschung für mich. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das so sehr lieben würde, ist dieses Pima Micro Rib T-Shirt mit den etwas längeren Ärmeln. Denn was ich hier dran klasse finde, ist der Stoff. Können wir ganz kurz über Stoffe sprechen? Es ist ja eine Sache, die so ein bisschen unterbewusst bei uns immer eine Auswirkung auf unseren Tag hat. Wenn wir Stoffe tragen, die so ein kleines bisschen kratzen oder nicht ganz so angenehm sind, dann merken wir das sofort, ohne dass wir es vielleicht so ganz bewusst merken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist das so der Fall. Und dieser Stoff, das ist der softeste, den ich in meiner gesamten Garderobe besitze. Das ist so schön, dass dieser Stoff so stretchy ist. Das ist Bio-Baumwolle, ist von der Firma Everlane, auch aus einer Kooperation aus letztem Jahr. Und einfach nur herrlich. Ich empfehle euch das. Also dieses Video ist eine Hommage an alle tollen Kleidungsstücke. Ihr werdet hier keinen Hate kriegen, ihr werdet hier keine Kritik hören, weil das ja schon Teil des Videos ist, dass ich nur Dinge teile, die ich wirklich, wirklich klasse finde. Die haben dieses Teil auch als Longsleeve da, auch in unterschiedlichen Farben. Und ich plane es in meine Garderobe reinzulassen. Also vielleicht zwei weitere Longsleeve-artige Pima Micro Rib-Teile zu kaufen. Mal gucken, in welchen Farben ich sie kriege. Aber das ist so ein Klassiker, der immer schön aussieht, wenn man das in die Hose reinsteckt. Wenn man gerade so ein bisschen High-Waist-Hosen trägt, dann finde ich, sieht es immer sehr schön aus, wenn man da immer so auf Höhe der Taille einen Akzent legt. Ich kann mir diese Teile aber auch sehr gut an einer etwas geradlinigen Figur vorstellen und dann nicht in die Hose reingesteckt. Also einfach so dieser typische Normalo-Look, sage ich mal. Der Ausschnitt ist schön, ein schöner großer Ausschnitt. Ausschnitte machen ja auch immer sehr viel aus. Aber gerade so für den Sommer ist ein bisschen größeres schön. Und ja, ich finde zum Beispiel die Naht hier hinten auch sehr schön. Und ansonsten hat man hier an den Seiten keine Nähte. Das ist wirklich so die einzige Stelle, an der das Kleidungsstück zusammengenäht ist. Und das wirkt sehr schick und sehr schön. Also stoffmäßig klasse. Und ein weiteres Teil von der Firma Everlane ist auch dieser Fatigue Blazer in der Farbe Sage. Diese Farbe ist nicht ganz mein Farbton. Und ich finde, gerade wenn man so fast gar nicht geschminkt ist, so wie ich heute, ich habe nur super wenig Make-up drauf, dass es dann essentiell ist, dass man seine Farben trägt, dass man die richtigen Farbtöne auswählt für seinen Farbtypen, dass einfach die eigene Farbgebung unterstrichen wird und nicht zu viele Kontraste fallen. Ich meine, so Rötungen, wie ich sie jetzt hier habe, um die Nase herum und so weiter, die werden immer auffallen. Aber das hier ist exakt mein Farbton und dass man dann eben Farben auswählt, die einem stehen, ist, wenn man ungeschminkt ist oder nur sehr wenig Make-up drauf hat, umso wichtiger. Das ist nicht ganz mein Farbton, es ist ein kleines bisschen zu warm, aber mit dem richtigen Make-up ist das überhaupt gar kein Problem. Und weshalb dieses Kleidungsstück bei mir so häufig zum Einsatz kommt, ist unter anderem auch die Tatsache, dass die Schultern hier ein kleines bisschen tiefer angesetzt sind. Also sie sind, man hat ein bisschen mehr Raum hier an der Achsel oder am Armbereich, im Armbereich. Und das macht das Teil so, so unfassbar bequem und angenehm zu tragen. Und ich stehe immer drauf, wenn kleine Stücke einfach nur super toll und angenehm zu tragen sind. Dann fühlt man sich immer gleich 100-mal besser. Und die Tatsache, dass das ein Blazer ist, der einfach ein kleines bisschen entspannter geschnitten ist, macht es daraus ein Kleidungsstück, was sehr, auch hier wieder so eine schöne Mischung hat aus entspannt und ein bisschen schicker. Man könnte jetzt zu einer Jeansjacke greifen, die ist so konsequent casual, finde ich. So eine Jeansjacke hat selten etwas sehr Schickes. Aber ein Blazer per se ist schon ein etwas schickeres Kleidungsstück, etwas, was schon so ein kleines bisschen gehobener aussieht. Hat man das dann in so einer Variante für den täglichen Gebrauch, so eine etwas entspanntere Variante aus einem schönen dünnen Stoff? Klasse. Und eine weitere Überraschung, die mich total aus den Socken gehauen hat. Ich hätte nicht gedacht, dass ich der Typ für so eine Art Jeans bin, ist diese Boyfriend Jeans von Armed Angels. Sie ist auch gerade frisch aus meinem Kleiderschrank, deswegen gerade so ein bisschen fleckig und ein bisschen Falten sind da auch und so weiter. Ist ja auch nicht schlimm, oder?
Das hat mich so überrascht, wie häufig diese Boyfriend-Jeans bei mir zum Einsatz kommen. Denn sicherlich wisst ihr, weil ich das sehr häufig früher geteilt habe, dass ich ein Skinny-Jeans-Typ bin. Ich liebe beide Skinny-Jeans. Sie sieht einfach klasse aus, sie ist bequem, die passt zu allem. Aber diese hier, vor allem seitdem ich Mama bin, ist so praktisch und bequem und so cool. Der Coolness-Faktor, den man mit so einer Boyfriend-Jeans hat, ist gleich, ich weiß nicht, klasse. Wenn man beispielsweise so eine Art Boyfriend-Jeans zu etwas Schickem kombiniert, wie jetzt diesem Oversized, diese Oversized-Bluse, die ich gerade hatte, dann hat man so eine schöne Mischung aus cool, casual und so ein bisschen schicker, präsentabel. Klasse, das ist so diese Mischung aus Stilen, die mich richtig glücklich macht. Also egal, was für ein Kleidungsstück man hat, wenn man das Gefühl hat, es ist ein kleines bisschen zu schick, es ist ein bisschen zu sehr zurechtgemacht, zieht eine Boyfriend-Jeans dazu an und schon macht das Ganze, kippt das Ganze so ein kleines bisschen und macht es ein bisschen lockerer, lockert das ein bisschen auf und dann hat man nicht mehr so ein strenges Gefühl, nicht mehr so ein preppy Gefühl. Eine Boyfriend-Jeans, die macht wirklich alles ein bisschen cooler. Das heißt, auch hier wieder sehr empfehlenswert. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr konntet auch Teile identifizieren, die für euch vielleicht richtig interessant sein könnten, vielleicht auch selber so ein bisschen hinterfragen, was man in der Vergangenheit vielleicht immer so für, nein, das ist nichts für mich, das trage ich nicht, das möchte ich nicht. Vielleicht einfach so ein paar Dinge hinterfragen. Finde ich immer sehr interessant. Hier an dieser Stelle könnt ihr euch in meine Newsletter eintragen. Dort gibt es wöchentlich E-Mails zum Thema Garderobe mit Intention aufbauen. Welche Teile machen für euch Sinn? Was könnte vielleicht bei euch eine Überraschung sein? Und hier an dieser Stelle seht ihr mein letztes Video. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!